Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, wollte ich schon sagen. Nein, nicht zurück. Es ist der erste Part vom neuen Projekt. Und zwar, wie ihr unschwer können könnt, The Simpsons Game oder Simpsons of the Game, wie ich das immer lieber bezeichne. Heute am, ich glaube, wir haben heute den 11., also der Tag, wo keine Videos kamen, Sonntag. Ja, wir haben heute den 11.10.2015. Ja, abends, ja, meine letzten Stunden des Wochenendes, ja, die brechen jetzt an. Und Julia ist gerade nach Hause gefahren, da habe ich mir gedacht, scheiße, Mann, du hast keine Videos mehr und außerdem bist du voll gespannt auf das Spiel, weil ich kenne das Spiel überhaupt gar nicht. Es ist auch eigentlich erst das zweite Simpsons-Spiel, was ich spiele. Das erste war ja Simpsons Hit and Run und da habe ich ja schon alles Mögliche erzählt zu den Simpsons, so was meine persönliche Geschichte dazu war, weil letztendlich lebt Simpsons eigentlich fast genauso lange wie ich und es hat mich eigentlich wirklich die ganze Zeit begleitet in irgendeiner Form. Zumindest, ich sag mal, bis zum Jahre, ich möchte es nicht sehen, bis zum Jahre, ich sag mal, 2004, 2005 ungefähr. Seitdem ist es ein bisschen ruhiger geworden, zumindest jetzt bei mir persönlich, weil ich die neuen Staffeln echt gar nicht gesehen habe. Ich drücke einfach mal Start. Und? Was? Achso, automatische Speicherung. Ist okay. Ist auf Englisch, wie ihr seht, offensichtlich. Aus dem Jahre 2007, gibt keine Trophäen. Ui. Ja, auf jeden Fall meine persönliche Geschichte zu den Simpsons, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, das Hit and Run Let's Play. Liegt dazu in der Beschreibung, übrigens war sehr umfangreich. Geht's jetzt direkt los, oder, was ist jetzt hier Sache? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich mag die Simpsons. Ich habe, glaube ich, die ersten 11 Staffeln auf die Foot. Wow, chocolate half price. Excuse me, Fatty, you're eating our world. Hey, you're like that rabbit thing from that book about a girl named Alice who goes to Wonderland. What was it called? Oh yeah, Snow White and Stupid Town. For your information, I am the white chocolate rabbit. Hey, white chocolate's not even chocolate. It doesn't even contain cocoa solids. Well, if I'm not real chocolate, then you probably wouldn't be interested in eating me. Mmm, white chocolate. Okay, wir sind schon im Spiel drin. Was? Turn-based RPG? Okay, warte mal. Press select to bring up your to-do-list. So, Moment. Ich gehe jetzt erstmal ins Menü. Deutsche Sprache habe ich nicht. Ich habe mir Spiele aus England exportieren lassen. Importieren lassen. Es ist aber trotzdem noch recht teuer. Also, ich meine, ich habe da über 20 Tacken noch für bezahlt. Downloads, was? Subtitles. Oh, Gott sei Dank. Ich muss keine schreiben. Oh, ich liebe dich. Verbosity? Was ist das denn? Wahrscheinlich die Stimmen, denke ich mal, ne? Nee, das sind die Stimmen. Ich bin verwirrt. Tut mir leid. Ist auch nicht schlimm. So, Controls. Was haben wir denn? Nein, auf keinen Fall ändern. Und Downloads. Traue ich mich gar nicht reinzugehen. Available from the PlayStation Network. Danke, dass du mich darauf hinweist. Okay. Also von den Kritiken her, dieses Spiel war gar nicht so schlecht. Select, To-Do-List. Follow the White Rabbit through the village. Mich hätte das sehr gewundert. Okay, so schlägt man. Aha. Wenn Humor keine weiße Okay, das war eine super Attacke. Ich habe sie gerade einfach mal kaputt gemacht. Ja, super. Toll. Okay, Moment, wie funktioniert das denn hier? Also, Kreis ist meine super Attacke, mein super Röps. Dreieck macht gar nichts gerade im Moment. Viereck schlage ich. X ist Sprung und ich habe einen Doppelsprung, was sehr gut ist. Ich kann es nicht kaputt machen, das ist äußerst bedauerlich. L1 ist, okay, so wahrscheinlich so eine Art Anvisierungsmode. R1 sagt gar nichts. R2 sagt nichts. L2 sagt nichts. Okay. Ich will mich aber erstmal hier ein bisschen umgucken. Ja, okay, wie auch bei Simpsons Hit and Run gibt es hier wahrscheinlich einfach nur Anspielungen auf zig Folgen. Also Simpsons gibt es schon seit 1989. Und, ist ja schon eine gewisse Zeit, ne? Ich kann ihn nicht kaputt machen, das finde ich schade. Ja, und dahingehend gibt es hier aber auch wirklich schon massig Folgen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt. Interessiert mich auch nicht. Wow! Okay, danke. Klar, mal recht analog umgucken. Ja, und auf jeden Fall, in den Videospielen haben wir jetzt auch. Also, es gibt auch zig Milliarden Videospiele. Double Jump! Was? Oh, Double Jump, that's real original. Haha, macht sich um sich selbst lustig. Über sich selbst lustig. Ich kann mich dranhangeln, das ist sehr gut. Fähig zu punchen. Kommst du hier auch ein Gegner? Ui!
Okay, was ist das? Ich hab den Kopf gefressen. Ach, das ist wahrscheinlich hier meine Röpsenergie. Ja, und auf jeden Fall, genau diese Welt ist eigentlich auch schon eine Anspielung, wenn ich mich nicht recht erinnere, bei den Simpsons irgendeine Folge, wo deutsche Leute das Kraftwerk kaufen wollten, wo Homer drin arbeitet. Also das Atomkraftwerk. If you have enough power, press and hold. Kreis vor Homers Power Burp. Was ist das hier? Ach so? Wow. Okay. Und, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich meine, der Homer sagt irgendwie sowas wie... Oder die Deutschen sagen irgendwie... Ja, klar, wir kommen aus dem Land, wo die Schokolade herkommt, ne? Also eigentlich wären das ja theoretisch Schweizer. Aber ich glaube, auf der deutschen Version waren es, glaube ich, auch Deutsche. Alles kaputt! Ja, und dann hat halt Homer diese Fantasie, die wir jetzt hier gerade auch durchspielen. Was wunderbar das Tutorial-Level ist. Machen wir hier einfach alles kaputt. Das funktioniert schon ganz gut. Schnauze, Schnauze! Alles kaputt machen! Ich kann hier echt nichts essen, wenn ich voll aufgeladen bin. Ich frage mich nur, wie ich mich heilen kann. So, okay. Ich weiß wirklich nicht. Okay, da ist vielleicht ein Geheimnis. Es gibt ja, wie gesagt, keine, Hidden Collectibles. Find them all. Okay, Hidden Collectibles. Ich gehe mal hier drauf. Was ist das? Ich habe einen Duff-Kronkorken gefunden. Super. To unlock a trophy. Es gibt keine... Achso, collect trophies to increase your power meter. Okay, dann ist das ja wahrscheinlich gar nicht so sinnlos, die Scheiße zu finden. Ich kann ja noch weiter drauf rumspringen, okay. Sah jetzt für mich zumindest so aus. Lass mich in Ruhe. Komm, geh weg, danke. Brauche ich eigentlich wieder voll Energie. Was hat mir meine Energie aufgeladen? Ich find's nicht schlimm, aber egal. Also, wie gesagt, von den Kritiken her war das gar nicht mal so schlecht aufgenommen. Also für ein Lizenzspiel ist ja immer so eine Sache. Destroy the March Fountains to stop enemies from reappearing. Achso, ist das so ein, hier, Respawn-Punkt. Mach den Ding kaputt! Oh, es ging ja fix. Sehr cool. Und, ich kann mich auf jeden Fall, also das Einzige, was ich über das Spiel weiß, es gibt hiervon auch noch eine PlayStation 2-Version. Das sind also eigentlich zwei Dinge, die ich von dem Spiel weiß. Und bei der Xbox 360-Version, wenn ich mich nicht täusche, gibt's hier das... Was hab ich denn jetzt gemacht? Follow the White Rabbit through the village, break the Graham Cracker Gate. Du mich auch. Was ich noch weiß, bei der Xbox 360-Version gibt's hier, glaube ich, das einfachste Achievement jeweils in dem Spiel. Also zumindest heißt, das heißt, glaube ich, auch the easiest achievement. Und zwar muss man, glaube ich, am Anfang nur Start drücken. Und dann haben wir es bekommen. Natürlich zu dem Zeitpunkt bei Strider... Strider sag ich schon. Bei Shinobi 2 für PlayStation 3 war es ja genau ähnlich, dass das Sega-Symbol kam. Da muss man, glaube ich, nicht mal Start drücken. Und man hat's geschafft. Das sieht aber auch alles lecker aus, du. Oh, Kirschbomben, haben wir gesehen. Alter, wie viel es hier gibt, ne? Es wäre cool, wenn es hier so eine Art Kombo-Meter gäbe und noch so ein bisschen was anderes, so Rollenspielmäßiges, dass man dann so durch so ein paar coole Aktionen sich verbessern könnte. Komm, geh kaputt. Danke, super. Komm, geh weg, Edge! Ja, Julia ist gerade nach Hause gefahren, hab ich ja erzählt. Jetzt, wo ich den ganzen Süßkram hier sehe. Nein, wir haben nicht so viel Süßkram gegessen. Aber wir haben uns türkische Pizza gemacht. War echt brauchbar. Nur ich habe da viel zu viel reingetan, sodass man die nicht zusammenrollen konnte. Ich hätte hier gerne so eine Sprintfunktion. Das wäre ganz cool. Hau ab. Ich finde es eh gruselig, dass die Augen von denen so leuchten, wenn ich die Dinger getötet habe. Und dass da die Köpfe noch existieren. So, okay. Wo muss ich denn hin? Was ist das hier? Kann ich es kaputt machen? Dreieck. Ah, Dreieck ist Aktionsbutton. Oh, ist die voll lecker. Womit ist das gefüllt? Mit Pistaziencreme oder so? Voll gut. Ich mag auch den Grafikstil. Schön Cell-Shading. Cell-Shading, genau. Nein! Was passiert denn jetzt? Bin ich jetzt tot oder? Weiß aber nicht. Ich habe keine Anzahl von Leben. Ich glaube, ich habe ein Stück Energie verloren. Was auch in Ordnung ist. Das heißt, kein Direct Death. Und das finde ich wiederum sehr gut. Ist das Level gleich zu Ende? Weil es soll hier immerhin 5 verdammte Dinger geben. Da oben ist einer, das ist schon mal gut. Da fehlen nur noch 2 danach. Ja, ich halte auch mal ein bisschen nach außen und Ausschau. Deswegen heißt ja auch Ausschau. Aber vielleicht ist irgendwo unten ein so ein Dingens. Boing. Vielleicht so eine Plattform im Schokotal. Ich kriege echt ein bisschen Hunger gerade.
Das, weil durch das Cell-Shading sieht das auch alles so lecker aus. Als wäre alles glasiert. Ansonsten, ja, schöne Weitsicht haben wir auch, klar. Ist nur Cell-Shading, da kann man... Ist jetzt nicht unbedingt so die anspruchsvollste Grafik-Engine. Hui! Nein, da gehen wir noch nicht hoch. Ich möchte noch 2 Kronkorken finden, bitte. Da will ich wenigstens im ersten Level direkt alles haben. Also ich mache hier keine 100%-Challenge, weil ich nicht weiß, ob ich wieder zurückkomme. Ich schätze mal, das Spiel ist so, pflegeleicht grundsätzlich, dass man wieder in die Level zurückkommt, aber je nachdem, wie lang die Level sind, ist das nicht so wie bei Hit and Run, dass man dann einfach mal durch die Stadt fahren muss, ohne jegliche Mission, sondern das sieht ja schon so aus, als müsste man hier tatsächlich die Level machen. Und dann kommen wir direkt ins nächste, selbst wenn man die abwählen, einzeln anwählen kann. Wenn ich dann irgendwo was übersehen habe, müsste ich halt das komplette Level nochmal machen. Und das möchte ich euch und mir eigentlich auch ersparen. Oh, Fourth Wall. Halt die Fresse, Hase. So, ich komme ja schon. I've never seen anyone wet their pants while jumping. Was? Press R1? Press. To transform into Humor Ball. Was zum Teufel? Kann ich... Wow! Okay. Wovon ist es denn abhängig, ob ich mich jetzt in die Scheiße verwandeln kann oder nicht? Da oben ist aber ein Kronkorken, den will ich haben. Danke. 4 von 5, super. Dongs! Okay, ich kann hier alles kaputt machen, das gefällt mir. Da ist der Letzte! Nein, ich will ihn haben. Give it to me, baby. Ich kriege ihn einfach nicht, das kann nicht sein. Ich kriege ihn. Nein! Ich kriege ihn nicht. Scheiße! Fuck, ich habe ihn nicht gekriegt. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Oh, Manno. Not dreaming. What? Damn it, I was dreaming! Why is life so unfair? All I want is the ability to eat everything in sight and turn into a giant ball! Is that too much to ask? Damn you, reality! Wie Time Challenge unlocked. 3 Minuten? Bist du denn des Wahnsinns? Oh mein Gott. Ja, ist okay, hab ich verstanden. Klischees found? Was? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich bin jetzt verwirrt. Ja, es mit den Untertiteln klappt ja auch super, wie man sieht. Mhm. Also wenn ihr welche gesehen habt, habe ich die selbst geschrieben. Oh, scheiße. Ist okay. Vielleicht habe ich gerade irgendwie Kreis gedrückt statt X, um das zu bestätigen, dass ich die auch tatsächlich haben will. Oh, ey, boah. Was? You have unlocked Bart. Press? Was? Ah, irgendwelche Knöpfe darf ich drücken, das ist aber schön. New episode available, head outside into Springfield. Jetzt will ich aber jetzt nochmal gucken, in den Optionen. Das kann doch nicht sein. Sie verschissenen. Ja, okay, ich habe wahrscheinlich tatsächlich Kreis gedrückt. Ich würde gerne. Darf ich das alte, nee, darf ich nicht, ne? Die alte Mission nochmal machen. Ja, so eine Scheiße, ey. Fuck it. Nein, ich möchte noch nicht raus. Ich möchte mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Es gibt auch ganz viele tolle Sachen. Ups. Entschuldigung. Der folgt mir jetzt auf Schritt und Tritt, ne? Die alte Drecksau. Ich schätze mal, diese Klischees, die man hier freischalten kann, wird wahrscheinlich genau das sein, wie die Sachen bei Humor's Beer Bottle Collection. Hand of Chocolate. Die schalte ich wahrscheinlich frei, wenn ich die 5 habe. Okay, wir wissen jetzt offenbar... Ein Fass, oh mein Gott. Wir wissen jetzt offenbar, dass es 10 oder 12 Level gibt. Okay. Aber was ist das denn mit den Klischees found? Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ne? Ego-Perspektive habe ich nicht. Nehmen wir mal Bart. Kick ass!